Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Wir sind weiterhin hier. Falsch. Hä? Bin ich jetzt so dermaßen abgedriftet? Guck mal. Was? Weil ich wollte doch hier hin. Jetzt bin ich hier. Ich bin total falsch. Aha, ich bin total falsch abgebogen. So ein Mist aber auch. So, Moment. Also, ich möchte gerne hier lang. Wir setzen mal jetzt einfach hier. Bin ich im letzten Part so hart abgedriftet oder kommen wir da noch nicht ohne Klettern hin? Ich bin mal gespannt, wann mal. Wir werden jetzt einfach mal hier den Berg hoch latschen. Komplett. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, oder? Wir rutschen hier überall ab. Wir rutschen! Ah. Glaciola. Und ich muss niesen gleich. Oh, Verzeihung. Oh, das ist immer nicht gut. Wir werden jetzt einfach querfeld ein. Ist mir egal. Ich möchte jetzt einfach dahin. Kommen wir wirklich da noch nicht ohne Klettern hin? Sollten wir wirklich erst den Herrscher machen? Jetzt bin ich jetzt schon hier. Jetzt könnte ich halt querfeld runterfliegen. Aber ich weiß, ganz oben wartet eigentlich auch noch ein spezielles Pokémon auf uns. Hallo. Oh, Level 49. Auf dem höchsten Berg von Montana Ta wartet Kripuk auf uns. Ist da oben. So, sind wir hier. Wir sind jetzt einfach irgendwo mitten im Feld. Und hoffen, dass wir jetzt endlich dahin kommen, wo wir hin wollen. Schauen wir mal hier in den Terra Raid rein. Ein 3-Sterne. Oh, wie hieß das Pokémon? Klonkett? Nee, Klonkett ist die Vorentwicklung. Ein Wagen. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, wir sind hier, glaube ich, richtig. Ich hoffe, dass wir richtig sind, ne? Oder hätten wir auch von unten herlaufen können? Warte mal. Ich glaube, wir hätten auch hier einfach den Fluss runter... Hätten wahrscheinlich auch hier lang schwimmen können. Ich habe keine Ahnung, welcher Weg wirklich der richtige ist. Aber hey, ich bin jetzt hier querfeldein. Und hoffe, dass wir auch endlich dahin kommen, wo wir hin wollen. Oh, hallo. Zwei, ja, wir sind hier richtig. Hier sind schon mal ein paar hochkarätige Pokémon. Snibuna, ein Ressladero. Jede Menge Chefbums. Ich frage jetzt, ist Ressladero ein Flug-Pokémon? Warte mal, wir holen jetzt mal Pizzina nach vorne. Und gucken mal. Vielleicht haben wir auch schon mit Ressladero ein gutes Flug-Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Flug ist. Lassen wir mal Pilzspur rein. Au, ja, das war definitiv, aua. Ja, gut, das war wirklich ein Flugangriff, definitiv. Okay. Ja, wir haben 11 Pokébälle. Mal schauen, weil wir werden jetzt definitiv Pilzina verlieren. Ja. Also, Ressladero ist definitiv ein Flug-Pokémon. Arme Pilzina, ey. Aua. Okay. Das Problem ist, wir haben kein Pokémon, was jetzt in dem Bereich ist. Wir könnten Queenie einsetzen. Es ist schade, es ist leider vergiftet. Das heißt, ich kann es leider nicht betäuben. Und, nee, Pokébälle will ich weiterhin einsetzen. Wie gesagt, ich kann leider keine... Ja, wir machen jetzt einfach mal, Es macht Schwertkampf. Oh nein, bitte nicht. Es ist ein physisches Flug-Pokémon, oder?
Das ist keine Flugattacke. Es hat Flügel. Es hat Krallen und Flügel. Wir versuchen es einfach weiter. Nee, bleibt nicht drinne. Oh, Turmkick. Ist nicht sehr effektiv, aber ja, kann auch teilweise sehr gut reinhauen. Wir haben ja noch 9 Pokébälle. Mal schauen, ob es noch klappt. Doch. Ist drin geblieben. Wunderbar. Gut. Dann haben wir jetzt einen Flug-Pokémon. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett vertan habe. Es ist Kampfflug. Okay. Es ist also gegen Kampf resistent. Und ich kann Flugattacken einsetzen. Es ist weiblich. Wir nennen es... Flying... Dame. Flying Dame. So. Du wirst uns jetzt durch die Kampfarena triggern. Aber dafür müssen wir dich erstmal trainieren. Wir werden Queenie austauschen erstmal. Wunderbar. Natürlich muss ich dich noch heilen. Die Vergiftung ist natürlich auch nicht weggegangen. So, wir setzen jetzt erstmal gegen Beleber gegen Pezzina ein. Dann... Warte mal. Haben wir kein Gegengift? Doch, wir haben Gegengifte. Natürlich haben wir genug Gegengifte. So. Und dann haben wir ja hier ein paar Bonbons, die wir erstmal Resladero geben. Wir werden Resladero erstmal leveln. Ja, das hat nicht wirklich viel gebracht, aber hey, zumindest haben wir ihn auf Level 54. Was hat er denn für Attacken? Er hat Schwerttanz, Flying Press. Ach, Flying Press war sogar nicht Flug, sondern es war eine Kampfattacke, okay. Hat den Terra-Typ Flug? Mal schauen wir mal, was haben wir denn? Was können wir ihm denn herstellen? Geben, meine ich. Sprungfeder, Daunenregen. Aero ist eine sehr, sehr starke Attacke. Na, setzen wir doch erstmal. Geben wir ihm erstmal Aero Ass. Schwertanz bleibt Notsituation. Werden wir wegpacken. So. Ich möchte mal eben kurz gucken. Flying Press ist 100. Okay, Turmkick will ich nicht ein. Flying Press kann er behalten. Aber Turmkick packe ich weg. Wir schauen mal, ob wir noch irgendwie eine coole, eine etwas bessere Flugattacke haben. Orkan. Nee, Resadeo ist psychisch. Physisch. Mein Gott, jetzt habe ich's. Physisch, okay. Rückenwind. Warte mal, kann er Rückenwind überhaupt lernen? Nein, kann er nicht, okay. Schmarotzer, Regentanz, Schleuder, Windschnitt, kann er nicht erlernen. Standpauke, kalte Dusche, Akrobatik. Der Anwender kein Item, richtet die Attacke großen Schaden an. Okay, ja. Kann Resladero tatsächlich erlernen. Genau, Turmkick geht weg. So, dann werden wir eins machen. Wir werden jetzt mal gucken, was ist... haben wir ein Pokémon-Center fast in der Nähe? Ja, wir gehen da mal hin. Dann tun wir mal unser Team komplett weg und nehmen nur unser Resladero da rein. Und ich denke, Resladero alleine könnte eigentlich die ganzen Hyteras da besiegen. Nein! Oh, das, ich komme hier nicht weg, ne? Das ist ein Gebirge. Oh. Kommen wir tatsächlich da nicht hin, doch? Oder? Warte mal.
ist die Frage. Ne, wir kommen. Wenn wir gut springen, schaffen wir es. Ansonsten kommen wir tatsächlich ohne Klettern dort nicht hin. Warte mal. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Tatsächlich? Ne? Was machen die Chefrums da oben? Da kommen wir hier in diesen kleinen Punkt rein. Ja? Ja, vielleicht doch. Ja, doch, doch. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Aber hier? Oh, Schwerttanz. Ja, die Attacke haben wir ja jetzt schon. Hier haben wir noch einen Psychopatra. Also wir sind hier richtig. Also ich will jetzt noch definitiv Wrestler Dero trainieren. So mindestens bis Level 60. Über 60. Und deswegen werden wir jetzt gleich das Team ein bisschen auswechseln. Also erstmal mal das ganze komplette Team rausnehmen. Und erstmal ein bisschen Wrestler Dero trainieren. Vegeta. Ja, wir hätten ja auch Gestein nehmen können. Gestein hilft nicht gegen Kampf. Es ist sehr, sehr effektiv gegen, Kampf ist sehr, sehr effektiv gegen, Gestein. Ich weiß es derzeit, dass es, also ich weiß derzeit nur Flug. Ich weiß nicht, welches Pokémon noch effektiv gegen, Kampf wäre. Es kann aber auch sein, dass Kampf selber effektiv gegen Flug, Kampf. Das, oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Upsala. Beenden, danke. Da ist noch ein Gierspenst. So. Da sind wir jetzt hier. Ne? Wir sind jetzt hier. Ah, Quatsch. Dann reisen wir jetzt nochmal hier hin. Schmeißen unser ganzes Team raus. Und, trainieren noch mal ein bisschen an den Hyteras, die hier dann gleich auftauchen, wenn wir ein normales Sandwich machen. So, Pokémon Box. So. Ach ja, hier, genau, hier haben wir diese Terra-Typen. Ach ja, hier geil, guck mal. Hier wäre noch ein Mew. Cool. Hier sind zwei Shinies. Ah, hier hätten wir jetzt ein Staralili gehabt, aber. Genau, wir packen jetzt mehrere auswählen. Ja, warte, Pelzina. Und packen erstmal Flying Dame auf Position 1. Und machen ein Picknick. Na, hier nicht. Müssen weiter runter. Okay, wenn er hier. Jetzt, perfekt. Und jetzt die Frage. Haben wir die Zutaten? Ich glaube, wir haben ja in dem einen Part haben wir ja alle Zutaten eingekauft. Das sollte eigentlich, ja, noch funktionieren. Sandwich zubereiten. Genau, Begegnungskraft. Normal. So. Lecker Kochschinken. Und die Gurutsku. Lecker, lecker. Lecker. Schinken, Schinken. Also ja, Schinken ist lecker, aber bitte ohne Gurken. Also, ja, ich mag Essiggurken, aber die müssen nicht auf dem Schinken-Sandwich sein. Ja. So. Aber damit ihr euch das hier nicht antun müsst, werde ich das jetzt erstmal kurz pausieren. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hiermit fertig bin. Okay, da sind wir wieder. Weiter geht's. Ich habe jetzt das Wrestler Dero ein bisschen trainiert, oder halt unsere Flying Dame. Die hat jetzt Level 62, also schon definitiv gut gelevelt. Und da wir jetzt immer noch das Sandwich haben, hoffen wir vielleicht nochmal ein paar Normal-Pokémon unterwegs zu finden.
benutzen. Wie gesagt, Flying Dam ist jetzt gegenüber Garstik das besttrainierte Pokémon. Hat eine sehr hohe Angriffskraft und auch eine sehr hohe Initiative. Und wir benutzen es jetzt weiterhin erstmal, um die Reise hier weiterzumachen. Denn Flying Dame wird uns definitiv durch die Team Star Basis ja, bisschen carryen. So, wir müssen jetzt Richtung Süden. Dann durch diese spezielle Wall. Ist das ein Wald oder was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher. Aber hey, wir müssen nach Süden. Habe ich mich jetzt richtig gedreht? Na genau, nach Süden. Aber wir haben hier Teddy Ursa, wir haben Ursaring L50. Hier sind nochmal Resladeros. Ja, das ist schön. Also wir sind hier richtig. Das ist schon mal ein richtiger Ort. Aber ich denke, dass wir das nicht mehr diesen Part schauen werden, weil wir haben jetzt 16 Minuten aufgenommen. Ich habe eben noch ein bisschen trainiert. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass wir das noch mitnehmen können. Oh, hier ist Flammenwurf, haben wir hier. Dann geht es hier noch weiter. So, Typ Normal. Wir haben jetzt immer noch das Typ Normal Sandwich drin. Knuddelluff. Rollenknödel. Was sind das alles für Attacken? Da ist ein Trainer. Den können wir mitnehmen. Schauen wir mal. Was hast du denn für Pokémon? Ups, Entschuldigung. Lextremo. So, Käfer-Pokémon, ne? Resalero wird das definitiv besiegen. Oha! Das hat tatsächlich eine höhere Initiative als mein Flying Dame. Als meine Flying Dame. Meine Güte. Also Lextremo sehr schnell. Und Fiaro. Auf dem Flugkampf Feuerflug. Da nehmen wir Bissbeiß. Okay. Wir haben jetzt alle erhöhte Initiative. Akademie-Schüler Elias. Ja, haben wir besiegt. Wie viele Pokémon hier sind. Kornjuwelt. Geh weg. Ich hab dich schon. Als Flying Dame im Team. Oh, ich sehe ein Omot. Ein Cesurio habe ich gerade schon gesehen. Aktivierschüler Konstantin. Ein Kommandutan. Okay, das hat, war nicht effektiv. Zarobaum. Keine Ahnung, was nochmal bizarre Raum für eine Attacke war. Das wird ihr mir bestimmt noch irgendwann in den Kommentaren erklären. Oh, ein Phenom-Tor. Ja, dann werden wir das Geld auch mal die Arbeit machen. Lodalied. Was haben die alle? Was haben die Pokémon alle für hohe Initiativen? Das ist schon Wahnsinn, ne? Wo ist unser Skeldok hin? Ach, da. Hallo, Skeldok.
Schneit es jetzt die ganze Zeit? Ne, es schneit nicht die ganze Zeit, okay. Geronimatz. Wäre auch ein cooles Flug-Pokémon gewesen. Ah, hier ist ein massiver Auslauf. Aha. Das ist hier also. Oh, toll. Das heißt, wir könnten wir theoretisch, wenn wir wollten, Shinies farmen. Aber nö, ich möchte es nicht. Ich möchte keine Shinies farmen. Also jetzt gerade nicht. Ist hier noch irgendwo ein Pokémon? Ja, da ist noch ein Pokémon Center. Weil bevor wir uns gegen eine Arena... Oh, Alter, was ist das wieder hier für eine Performance? Sichlor! Scaraborn. Wir haben hier noch ein paar Terra-Rats, die wir mitnehmen könnten. Wir schauen mal rein, was ist das jetzt. Oh, hier. Hier haben wir schon die Entwicklung von Terra. Oh, die sind Level 55 hier schon. Sichlor Sterne. 4 Sterne. Sichlor haben wir noch nicht, ne? Warte mal, Fee. Das war, glaube ich, Unlicht, ne? Oder Geist? Wir gehen jetzt einfach mit Garstig rein. 4 Sterne? Level 50. Nehmen wir mit. Du kriegst nicht einfach ein Pokémon gefangen, wenn es ein Sichlor ist. So ein Terra Raid ist halt schon nützlich. Dort kommt man an Pokémon dran, die man eigentlich ja, schwer zu fangen hat. So. Okay. Tatsächlich war Fee nicht, okay. Ja, dann wird es halt Fensterfaust. Du hast einfach Fensterfaust bekämpft. Was setzt es ein? Irgendwas Sandspeier-mäßiges hat es eingesetzt. Keine Ahnung, was hat es eingesetzt? Es hat sich, glaube ich, irgendwie gebufft. Jetzt schon? Oh, 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 oh. Ja, Aeoas, Flugattacke. Natürlich, mein Gast ist Kampf. Kampfgeist, ne? Ist doch, klar. Ey, ich muss mal drauf achten, dass ich keine Feenattacke einsetze, sondern wahrscheinlich auch eine Flugattacke. Das hat Flügel. Natürlich setzt es Flugattacken ein. Und holt sich ein Schild, okay. Kampf. Oh. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt Nahkampf machen, ist irgendwie. Ja, komm. Hä? Was zum. Ich wollte Terra kristallisieren. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Es bufft sich mit Schwertanz. Natürlich keine Schwertanz, das war so klar. Wir gehen jetzt nochmal auf Nahkampf. Machen es jetzt Terra. Wir werden wahrscheinlich unser Gastik verlieren, aber wenn wir jetzt nochmal Terra kristallisieren und Nahkampf einsetzen, müssten wir eigentlich eine ordentliche Menge an dem Terra-Kristall entfernen. Bin mal gespannt. Komm schon, entfernen den Schild. Ah, schade. Hat nicht wirklich viel gebracht. Wenn es jetzt nochmal Aeoas einsetzt, dann sind wir geliefert. Es war natürlich. Tschüss, Garstig. Es setzt immer genau das ein, was ich nicht erwarte. Und es ist natürlich Volltreffer. Sichlor und Cherox sind ja zwei Pokémon mit sehr hoher Volltrefferquote. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken.
was nochmal gegen Fee effektiv war. Bin ich mir ganz sicher gewesen. Ich bin mir wirklich nicht mal zu 100% sicher, was gegen Fee nochmal effektiv war. Okay. Drache Unlicht. Ah ne, es ist, Kampf? Warte mal, Verteidigung ist, Gift? Stahl? Gift und Stahl war das? Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, deswegen. Oh, es ist trotzdem besiegt, das ist gut. Hä, war bin ich mir wirklich... War Gift und Stahl effektiv gegen Fee? Okay. Ja gut, dann fangen wir uns. Fangen wir's. So. Das ist das Problem, wenn man sich mit den Typenvorteilen noch nicht perfekt auskennt. Sagt der hier, der Pokémon seit 3 Jahren wieder aktiv spielt. Ja, der wieder seit 3 Jahren Pokémon aktiv spielt. Boah, das ist 2,5. Weiß ich nicht, ja, so ein Dreh. Ende 21, glaube ich, habe ich angefangen mit Pokémon. Strahlender Diamant oder leuchtende Perle. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich damit angefangen hatte. Das ist halt, wenn man halt so viele Typen hat. Deswegen. Aber hey, so einfach kriegt man einen Sichlor. Das war natürlich noch, umbenennen müssen. Käferflug und hat Terra-Typ Fee. Der Sicht des Sick. Warte mal. Sick. So. Ich muss kurz gucken. Sichler. Der Sichler. Ich nenne dich einfach Sichler. So. Den Sichler. So, in eine Box. So. Zack. Und da haben wir Sichlor. Und wir haben, glaube ich, hier irgendwo nochmal einen Terra-Typen. So, ich muss mal gerade gucken. Wo war hier noch ein Terra-Kristall? Hier war nochmal Stahl. Ja, ich habe den Trainer gesehen, aber ich will den Trainer jetzt gerade nicht herausfordern. AP Plus, okay. Ein 2-Sterne-Stahl-Enton. Wow, nee. Nebelfeld. Energiestopp. Habe ich da gerade einen Luxtra gesehen? Oder ist es ein Luxio? Ne, Luxtra, hallo. Ovaler Stein. Jetzt gehen wir jetzt erstmal zu den... Was haben wir denn hier als Terra-Typen? Hey! Ein Lashoking. So, jetzt sind wir hier am Pokémon Center. Jetzt werden wir uns erstmal wieder stärken. Und dann werden wir mal eben das Internet aktivieren und die Terra-Raids aktualisieren. Jetzt tatsächlich da oben, sag ich doch. Nee. Ah, da ist es. Das Gierspenst. So. Okay, genau. Jetzt machen wir erstmal eins. Wir verbinden uns mit dem Internet. Und aktualisieren somit unsere Terra Raids. Natürlich haben wir noch das Impagator. So, was haben wir denn hier? Haben wir... Oh, es haben sich aber hier wirklich jetzt... hier ist nochmal ein Flug zum Beispiel. Hürde. Hier haben wir Flug. Was haben wir hier hinter? Ein Knapfel. Ein 1-Sterne-Knapfel. Warum sind die 1-Sterne-Terra-Raids so
massiv hier verteilt. Das ist schon Wahnsinn. Oh, ein Groldra. Ja, wir kämpfen dich gleich mal. Was haben wir denn hier? Wir haben Geist. 4 Sterne Geist-Zappler-Rang. Okay. Oder Zappler-Ring? Dann gehen wir da mal mit Garstig rein. Es ist 4 Sterne, hallo? Und wir, wie gesagt, die Terra-Raids sind easy peasy an Pokémon zu kommen. Das ist eine einfache Variante, weil bei den Dynamax-Pokémon in Schwert und Schild, glaube ich, gab es mal eine Fangchance. Hier in diesen Raids sind die Fangchancen immer 100%. Oh, da ist jemand mit einem Sichler unterwegs. Nein, nicht anfeuern. Ja, Finsterfaust, ne? Es wird definitiv keine Geistattacken einsetzen. Ah, natürlich ein Volltreffer. Knirscher, das hilft nicht. Oh, Fuchtler. Das hat keine Wirkung. Und es holt sich Energie. Ein Schild. Mach weiter in Finsterfaust. Es ist zwar keine Kampfattacke so. Aber als Terra-Kristall würde es wahrscheinlich etwas nutzen. Einbruch. Okay. Okay, Angriff steigt. Verteidigung steigt auch. Erstmal alles steigt. Das Schild ist gleich weg. Wenn es jetzt gleich weg ist, haue ich es mit Nahkampf. Schild ist weg. Oh, oi. Das bringt doch nichts mehr überhaupt. Ist doch klar weg. Es ist gleich verwirrt. Dann haue ich es mit Fußkick jetzt weg. Ah, toll. Ja, gut, okay. Das ist ein Geist-Pokémon. Ja, jetzt ist es verwirrt. Aber hey, wir haben es trotzdem besiegt. Natürlich fangen wir es. Wir brauchen mal wieder Pokebälle. Wir müssen unbedingt mal wieder Pokebälle kaufen. So, ich denke, dann im nächsten Part werden wir uns dann auch endlich um die den Team Stamm-Mitglied kümmern. War das Miopa oder wie die hieß? Und der werden wir uns als nächstes kümmern. Hey! So einfach kommen wir an EP-Bonbons. So, da haben wir das geschafft. Tatsächlich haben wir noch irgendwie den Part voll gekriegt. Es ist halt immer für mich schwierig, noch den Part Zappelig. Es ist weiblich. Zappeline. Zappeline. Für mich ist es immer schwierig mit den restlichen Part. Weil wenn ich jetzt in den Team Star-Mitglied reingeladen werde, würde wahrscheinlich der Part bis zu 50 Minuten lang sein. Aber das wollte ich nicht. Deswegen habe ich mir halt Gedanken gemacht, was packe ich jetzt noch in den Part? So, dass er sich noch füllt. Deswegen, ja. So,
Sag mal so, wenn ich immer so zwischen 30 und 40 Minuten aufnehme oder dazwischen so halbwegs aufnehme, sollte es gehen. So, jetzt gehen wir zum Pokémon Center zurück. Zack, heilen uns noch und dann beenden wir den Part. Dann haben wir es für heute geschafft. Also für den Part hier. Und natürlich freue ich mich sehr wieder darauf, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet, wenn es heißt Pokémon Purpur. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann und ciao.